Herzlich willkommen zu diesem Video. Kennst du es, wenn du in deinem Leben in einer Sackgasse bist und einfach nicht mehr weiter weißt? Und überhaupt, was macht das Leben hier auf dieser Erde für einen Sinn? Und darum geht es hier in diesem Video. Der bekannte amerikanische Gitarrist Jimi Hendrix sagte einmal kurz vor seinem Tod bei einem Konzert zum Publikum: Wenn du wirklichen Frieden kennst, dann möchte ich mich mit dir im hinteren Bereich der Bühne treffen. Aber keiner hat ihn beachtet. Ein paar Tage später ist er an seinem Erbrochenen erstickt. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere hatte er einen katastrophalen Drogenkonsum. Er isolierte sich von Freunden, wurde depressiver. Er lebte in völliger Dunkelheit. Und er sagte mal ein Zitat: Ob ich morgen leben werde, das weiß ich nicht. Aber eins weiß ich, dass ich heute nicht lebe und dass trotz Berühmtheit, Beliebtheit, Frauen, Talenten, Drogen. Er starb mit 27 Jahren. Die Bibel sagt, was hat denn ein Mensch davon, wenn ihm die ganze Welt zufällt, er dabei aber seine Seele verliert. Und viele Menschen begehen in ihrer Verzweiflung Selbstmord. Und die Bibel spricht über Selbstmord offen. Da ist zum Beispiel in der Bibel ein König Saul und sein Soldat, die sich umbringen, ein Richter Simson, ein Königsberater Ahitophel, ein König Simri und da ist Judas. Judas, er liebte Jesus, aber seine Liebe zu Jesus kühlte ab und er fing an, das Geld zu lieben. Und um reicher zu werden, begann er Verrat an Jesus. Später bereute er seine Tat, ging zu seinen Mitmenschen, wollte seelsorgerliche Hilfe haben, aber die blockten einfach ab und sagten ihm, das ist deine Angelegenheit, was geht das uns an? Er nahm sein frisch erwirtschaftetes Geld und schleuderte es weg und beging Selbstmord. Wenn wir in unserem Leben unseren Lebensweg aus selbstsüchtigen Motiven gestalten, laden wir Schuld auf unser Gewissen. Der Sinn des Lebens besteht nicht in der Familie, in Freunde, im Job, im Partner, in Reisen, in Sehnsüchten und Wünschen, weil wir doch bei all diesen Dingen uns selbst in den Mittelpunkt stellen und uns als Egoisten beweisen. Aber was ist dann der richtige Lebensweg? Was ist dann der Sinn des Lebens? Der Sinn des Lebens besteht in der Liebe, darin, dass Gott uns liebt und wir Jesus lieben sollen. Jesus ist die große Liebe des Lebens. Eine Beziehung zu ihm kann wirklich erfüllend und beglückend sein. Und wir sind von Gott so erschaffen worden, dass wir in uns ein Sehnen tragen, Jesus zu lieben. Und solange dieses Sehnen nicht gestillt ist, werden wir das ganze Leben auf der Suche nach dem Sinn des Lebens bleiben und nicht zur Ruhe kommen. Die Bibel sagt, Gott hat den Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Und Gott ist ewig. Und einen Teil dieser Eigenschaft hat er in uns hineingelegt. Jesus sagt von sich selber, ich bin der Weg und die Wahrheit. Und Jesus zu finden, bedeutet, die Wahrheit über den Sinn des Lebens zu finden. Jesus ist auch dein Schöpfer. Und weil er dein Schöpfer ist, ist er die vertrauenswürdige Quelle. Die Bibel sagt, du Gott sahst mich, als ich ein Knäuel von winzig kleinen Zellen war. Und bevor mein erster Tag begann, stand mein Leben längst in deinem Buch. Wir sind kein Zufallsprodukt. Jeder Mensch ist ein Liebesbeweis Gottes. Und ein Zitat lautet, es geht kein Mensch über diese Erde, den Gott nicht liebt. Und weil Jesus dein Schöpfer ist, ist er die vertrauenswürdige Quelle für Wahrheit. Und er liebt uns, obwohl er alles über uns weiß. Vielleicht nimmst du Drogen, trinkst Alkohol oder versuchst mit etwas anderem deine Realität zu verdrängen und deine Verzweiflung zu besiegen. Die Wahrheit über das eigene Leben, die kann so grausam sein, dass man sie nicht ertragen kann und sie nicht spüren möchte. Vielleicht hast du böse Leidenschaften und Süchte, über die niemand Bescheid weiß. Aber Gott sieht dich. Wir kommen aus unserem Loch aus eigener Kraft einfach nicht selbstständig heraus. Denn die Bibel sagt, abgründig ist das menschliche Herz, beispiellos und unverbesserlich. Wer kann es durchschauen? Und dann sagt die Bibel weiter, ich, Gott, sehe das Herz bis auf den Grund. Ich prüfe die geheimsten Wünsche, um einem jeden so zu geben, wie er es verdient, und zwar aufgrund seiner Taten.
Doch heute lade dich Jesus ein, einen Neuanfang in deinem Leben zu machen. Er möchte dir vergeben. Er möchte dir eine zweite Chance geben. Gib dein Leben Jesus. Jesus sagt, denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Gib dein Leben mit deiner Sünde, mit deiner Schuld, mit deinem Elend, mit deiner Not. Gib es alles Jesus. Und die Bibel gibt dir die Zusicherung, indem sie sagt, das ist die wahre Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn Jesus gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Jesus kann aus dem Scherbenhaufen deines Lebens noch echt was Schönes machen. Er liebt dich und wartet auf dich.